Hallöchen und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 3, die 100 Baby Challenge. Und ja, unsere beiden Kitties können, ich sage immer Kitties, unsere, also John und Ronja, die können jetzt mittlerweile schon aufs Töpfchen gehen. Und Ronja kann laufen. Das ist auch schon mal ganz gut. Und wir haben aber immer noch nicht diesen einen Typen rumgekriegt, der eigentlich hätte schon längst mal vorbeikommen sollen, dürfen können. Und zwar dieser Kareem Burger. Wir haben auch nur noch 97 Tage, bis wir zum Erwachsenen werden. Also immer noch genug Zeit, um ein paar Babys auf die Welt zu bringen. Ich weiß nicht, mittlerweile haben wir, glaube ich, 15? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Genau. Das ist doch schon mal gar nicht mal so schlecht, ne? Kommt einem wenig vor, wenn man darüber nachdenkt, dass man ja 100 haben will, ne? Aber ich denke schon, dass wir das mit Rhonda schaffen. Also, und wenn nicht, dann ist bestimmt gerade ein Mädel an Bord, was dann den Beruf des Familien, Geschäfte, der Familienauftrag, meine ich, dann ausführt, ne? Wegen der schweren Schneefälle am Morgen wurde der heutige Tag zu einem Schneetag erklärt. Deshalb findet heute keine Schule statt. Supi. Und dann seid ihr trotzdem alle wach? Du gehst aufs Klo. Und isst mal einen Joghurt. Kannst du vielleicht mal woanders duschen gehen? Wir haben ja schließlich auch noch hier die Dusche. Und du kannst ja auch mal einen Joghurt nehmen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Geh doch aufs Klo. Wenn du so weiter trödelst, dann. Hallo? Schneetag vielleicht? Wieso? Es ist einfach so genial. Da stand eben, wurde zum Schneetag ernannt. Und was müssen sie? Zur Schule gehen. Ich glaube, es hakt. Und ich darf wieder hier zu Hause ackern, ne? Also jetzt habe ich mich so gefreut, dass es vielleicht ein entspannter Tag wird, weil halt welche da sind, die sich schon mal um die kümmern Kindern. Ich meine, sich um die Kinder kümmern können, so vor Gedingst. Aber da habe ich mich wohl zu früh gefreut. Ist auch kein Ding. Wir kriegen das schon irgendwie gebacken. Wie wär's, wenn du vielleicht tatsächlich auch mal aufs Klo gehst? Kleiner Mann. Was? Hat einen Ausflug in der. Warum? Wieso denn? Du solltest doch zur Schule gehen. Bist du irgendwie total voll. Du gehst zur Schule. Du bist echt nicht mehr. Okay.
Dann ess mal einen Joghurt. Sind wir jetzt endlich mal durch mit dem Duschen? Oh Mann. Also Katze, kann ja echt nicht sein, dass du einfach den Unterricht schwänzt und mit dem Taxi dann wieder zurückkommst. Ich habe dich doch dahin geschickt. Natürlich bringt sie ihn da rein. Okay, dann halt so. Könntest du mal bitte hier hingehen? Du musst auch bestimmt noch Hausaufgaben machen, oder? Wenigstens sag mir. So, der Kleinen können wir dann das Sprechen beibringen, wenn die dann soweit ist. Und der Kleine wird auf jeden Fall ins Bett gebracht werden müssen. Nun, oh ja, nun Grill Deluxe. Oh ja. Was hast du jetzt vor? So, dann essen wir ein bisschen Joghurt. Prowdy, leg das Messer weg. Oh mein Gott. Okay. Was geht denn da vor? Das will ich ja gar nicht wissen. Mittagessen servieren. Wir könnten ja tatsächlich mal gegrillten Käse machen. Ich hoffe, du kriegst das hin. Und den Anruf ignorieren wir einfach, okay? Weil die Kinder müssen ja auch mal was Frisches wieder mal essen dürfen, oder? Ach, guck mal an. Kannst du keine Hausaufgaben machen? Okay. Gut gemacht, Crowley. Die Pommes sehen toll aus. Immerhin. Und bitte nicht wieder anbrennen lassen, okay? Bitte nicht so lange anstarren. Das sieht schon sehr gut aus, dass man das schon ein bisschen wenden könnte, ne? Manchmal bin ich echt froh, dass die Jugendlichen noch hier wohnen. Und noch keine... Oh! Unser Crowley, der kann wohl das Haus verlassen dann. Wenn er dann halt mal Geburtstag hatte. Jetzt können wir mal den Herd ein bisschen sauber machen.
So, du kannst dich noch ein bisschen damit beschäftigen. Und ich könnte jetzt mal tatsächlich gucken, ob ich den Typen doch mal einladen kann. Gut, und jetzt will ich, dass der auch vorbeikommt. Oh, da kommt er! Da kommt er! Oh mein Gott. Er ist gekommen. Können wir einfach da weitermachen, wo wir aufgehört haben? Wäre das vielleicht möglich? Nein, du setzt dich jetzt nicht dahin. So, ich denke mal, das reicht jetzt erstmal. Wie geht's denn der Kleinen? Die müsste mal aufs Töpfchen. Und du könntest dafür vielleicht mal schlafen gehen. Du hast zwar eigentlich Geburtstag, aber du gehst jetzt auch mal schlafen. Oh, du hast... Entschuldigung. Und du gehst jetzt auch mal. Müssen den doch irgendwie rumkriegen. Oh je. Feste Beziehung vorschlagen. Wir wollen. Das war jetzt ein extrem schnelles Pferd. Ich möchte ein Baby machen. Das ist meine Mission. Und jetzt achte doch nicht auf meine Kinder, die im Hintergrund spielen. Das hat hier nichts. Wer bist du? Oh Gott, der nächste Paparazzi. Oh. Bricky.
Also das kriege ich jetzt noch hin, dass der mit uns auf jeden Fall noch in die Kiste steigt. Gemein wollen wir jetzt eigentlich nicht sein, ne? Du malst hier noch fleißig. Vielleicht können wir auch mal im Iglu was machen. Wenn das mal hier so weit wäre. Oh Mann, haben wir es jetzt bald? Baby machen. Kann ich schon im Iglo? Lauf schnell. Du gehst jetzt nicht aufs Klo. Nicht. Ah, da ist es. Los, komm her. Komm her jetzt. Warte mal, ich muss hier. Das ist ja schon offen. Kommst du jetzt endlich mal her? Bevor noch der Weg versperrt ist. Los! Tu's! Ich warte hier. Komm her! Oi. Ach ja, und auch das hat jetzt funktioniert. Ist das nicht schön? Bitten zu gehen. Du findest ja den Weg nach Hause, ne? Ja, ist ja gut. Ich kümmere mich doch um euch.
Ich will ja nichts sagen, aber du solltest gehen. Was treibst du hier? Der geht jetzt zum Computer. Oder was? Und ich muss jetzt tierisch schlafen, Mann. Ich will ja nichts sagen, aber du hast hier nichts mehr verloren. Könntest du den bitte wegschicken? Ach nö, jetzt fangen die schon wieder hier an. Also du stehst hier jetzt sofort auf, Madame. Und jetzt verzieh dich. Oh, meine Fresse. Du hättest doch einfach nur weitergehen müssen. Anschnauzen wird hier niemand. Angeschnauzt wird hier niemand, so. Dann geht doch auch was essen. Oh Mann, die müssen vielleicht was mitmachen.
Ich glaube, es war alles erledigt, ne? Wohin denn? Sag mal. Also, das ist nicht euer Ernst. Und könnt ihr jetzt nicht einfach hier sitzen? Oh, Gott sei Dank. Wollte gerade sagen, würdest du dir nicht mal gern was zu essen organisieren? Also ich verstehe das nicht. Es ist Schneetag, ne? Aber die müssen dann trotzdem in die Schule. Unglaublich. Naja, immerhin sind wir ja jetzt wieder schwanger und dann bis dahin, bis das Baby, die Babys kommen oder das Baby, ist ja noch genug Zeit, um denen alles beizubringen. Jetzt muss ich natürlich sprechen. Wieso nicht eigentlich das WC, was näher dran steht? Also manchmal, du hast die Eisbildhauerei-Errungenschaft freigeschaltet und ein Abzeichen verdient. Okay. Schön. Weiß zwar nicht warum, aber okay, von mir aus. Ah, die Kleine ist auch gleich wieder wach, hä? Aber irgendwann spreche ich mal so ein. Okay. Das erste Mal, dass mich mal jemand besucht. Ist das nicht schön? Und ich bin schwanger. Nice, das ist. Echt ganz toll. Uiuiuiui. Nein, du wirst keine Sprengfalle daran machen. Weißt du, was du machen kannst? Du könntest die Ronja in den Hochstuhl setzen. Verona hat vom Hersteller. Ja, von mir aus. Aber willst du mich verkackeiern?
Dann weckt die Kleine halt auf. Nein, ich wollte nicht. Oh mein Gott. Ja. Ich würde dich ja gerne rausholen, aber das funktioniert so nicht. So. Oh Mann, was soll das denn? Das war nicht der Plan, aber in Ordnung, ne? Hauptsache wieder ein bisschen doof in der Birne sein. Ihm kannst du mal die Flasche geben. Okay, aber meine Lieben, ich mache hier an der Stelle wieder einen Cut. Und wir sehen uns in einer neuen Folge. Und bis dahin sage ich Tschüss.